Wir rühmen uns, Testweltmeister zu sein, in einer Zeit, wo man Impfweltmeister sein soll. Das ist ungefähr so, wie wenn sich der Mediamarkt jetzt rühmt, dass er die meisten Röhrenfernseher weltweit verkauft hat. Hallo und herzlich willkommen bei Kuckuck, dem Podcast von, mit und über Wiener Neustadt. Mein Name ist Florian Klengel. Und mir gegenüber sitzt da durchs Internet verbunden der Michel Meyer. Servus Michel. Hallo, einen wunderschönen guten Abend, muss man sagen. Wir nehmen eigentlich sehr tagesaktuell auf heute. Normalerweise haben wir immer ein paar Tage Zeit zwischen Ausstrahlung und quasi Aufnahme. Fast live sind wir. Wir sind fast live. Dieses Mal sind wir tatsächlich live. Heute ist der 3. März und es ist 20.45 Uhr circa. Und das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind nämlich heute der Podcast zum gefühlt 320. Mal von, mit und über Corona. Ja, und aber Michael, warum müssen wir schon, also warum ist das jetzt wieder aktuell? Was interessiert die Leute das Thema jetzt gerade? Das müsste man sich schon daran gewöhnt haben eigentlich. Das ist richtig, wir sind im Jahr 2 der Pest quasi. Und Wiener Neustadt war mal wieder in Film, Funk und Fernsehen. Gar nicht so sehr, weil irgendwas ausgerichtet hat oder mit Unkrautmittel verglichen hat oder sonstigem. Sondern weil wir einer der Corona-Hotspots Österreichs sind. Ja, und also wir haben uns den schieren Stockerlplatz, also schier, weil die Wertung einfach schier, Stockerlplatz geholt. Wir sind auf Platz 3, soweit ich herausgefunden habe. Also Platz 3, was die 7-Tage-Inzidenz, die ja irgendwie gerade so der Wegweiser ist, angeht. Wenn ich es richtig ausgelesen habe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich bin bei 408. Hast du eine andere Zahl? Ich habe ORVD von mir online. Und da wird die 7-Tage-Inzidenz mit 458,3 angegeben. Was absurd ist. Also, nee, vor allem, ich habe irgendwie die Deutschen gerade so im Hinterkopf, die sagen, wir müssen unter 50 sein, damit wir wieder irgendwas aufsperren dürfen. Wir haben, glaube ich, die Skilifte aufgesperrt oder die Friseure aufgesperrt, in österreichweit bei 110 oder so. Und jetzt haben wir in Neustadt das Vierfache. Das ist nur, um das einmal in eine Relation zu setzen. Ja. Also man muss sich vorstellen, Stand jetzt gerade aktuell sind 299 Leute in der Stadt Corona-positiv. Und also das ist ein absoluter Höchststand. Das ist wirklich arg. Das ist ganz, 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 ganz arg erschreckend. Große Medienberichte, sowohl im Off als auch in der Nenn heute in der Früh. Im Kurier, überall geht es einfach nur mehr darum, Wiener Neustadt, Corona-Hotspot, neben quasi, also größer als Neustadt ist eigentlich nur mehr Hermagor und Hermagor ist seit Ewigkeiten irgendwie sein richtig orger Hotspot und St. Johann im Pongau, spannenderweise Neustadt höhere Inzidenzen als das viel gescholtene Tirol. Mhm. Auch das irgendwie was man sich ein bisschen ins Gemüt führen muss. Aber liegt das jetzt nur daran, dass bei uns, weil man kann ja das irgendwie übers Abwasser dann nachweisen, dass bei uns jetzt diese Mutationen sind, vor denen so viel gewarnt haben? Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Es gibt wohl irgendwie einen relativ starken Anstieg dieser 117 oder 117 Mutation. Das ist quasi diese allgemein bekannt unter Briten-Mutation. Hm. Aber ich kann es dir nicht erklären. Also wirklich, ich sitze ratlos. Ich habe am Handy die Seite mit den aktuellen Zahlen immer offen und meistens am Abend, wenn ich mich dann vom Fernseher hinsetze, dann scrolle ich die irgendwie einmal nach unten und aktualisiere die. Und ja, die ist also in den letzten ein bis zwei Wochen eigentlich durchgehend gestiegen. Ich glaube, ein einziges Mal, dass irgendwie zwei aktive Fälle weniger waren als am Vortag. Und das finde ich echt beängstigend. Ich sag's dir, wie es ist. Hm. Ja, voll. Also, ich meine, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ja, weil ich
ich bin kaum draußen, ich bin nur beruflich unterwegs, den Rest des Tages verbringe ich in der Wohnung. Ich kriege halt von meinem Umfeld sehr, sehr wenig mit. Ich lese natürlich die Zeitungen und kann jetzt nur das wiedergeben, was ich gelesen habe, dass das halt, dass viel in den Schulen und Kindergärten anscheinend passiert, weil ja da jetzt auch ganz, ganz fleißig getestet wird und viel aufpoppt. Aber so, bei mir ist auch so ein bisschen Ratlosigkeit und gleichzeitig auch irgendwie, weil ich dir jetzt aufmerksam zugehört habe, also vor 2 Jahren hätte sich doch niemand gedacht, dass wir irgendwann einmal über Virusmutationen reden und da versuchen irgendwie Ableitungen zu finden. Und vor 2 Jahren waren wir alle noch Nationalteamtrainer und heute sind wir irgendwie alle für mich gibt's auf der Spur des Virus. Das eine ist, ich halte es nach wie vor für richtig, Schulen offen zu halten. Ja, sage ich auch. Ganz einfach, weil ich doch auch im näheren Familienkreis mitkriege, wie wichtig Schulen sind für Kinder. Ja. Nicht nur aus einem pädagogischen, sondern vor allem aus einer sozialen Komponente. Ja. Das ist, Schule ist Lebensraum für Kinder. Und Kinder über ein Jahr, also wir haben das beruflich irgendwann einmal rausgerechnet, irgendwie vor 35 oder 36 Schulwochen waren 17 hauptsächlich im Lockdown. Das ist nicht gut. Ja, da gibt es einen gigantischen Anstieg an psychischen Problemen, mit einem Wiener Kinderpsychiater geredet, 12-, 13-Jährige, die Suizidgedanken haben. Ja, ganz einfach, weil sie quasi, das ist crazy. Das ist echt absurd. Und gleichzeitig waren es am Montag, das waren die letzten Zahlen, die verfügbar sind, sind in Schulen und Kindergärten in Neustadt 83 Fälle. Bei einer, das kann man jetzt so nicht sagen, aber insgesamt hat Neustadt ca. 13.000 Schulplätze in Normalbetrieb. Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja ein bisschen einen Schichtbetrieb in den höheren Schulstufen. In der Volksschule ist jeden Tag Unterricht. Sagen wir, rechnen wir, also wirklich Milchmädchenrechnung, rechnen wir von 7.500 Kids irgendwie, die ja nicht alle aus Neustadt kommen, also ein gigantisches Einzugsgebiet. Mhm. Ja, ja. Ist jetzt 83 allein an Schulen, finde ich allein so betrachtet jetzt gar nicht so arg. Ja? Ja. Werde dafür wahrscheinlich wahnsinnig gescholten werden. Wie vieles, was in der Diskussion an Schulen quasi betrifft. Ich glaube aber auch nicht, dass die höhere Positivrate mit einer höheren Testrate zu tun hat. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Aber wie gesagt, was mir nur, und wir sind, ich weiß, wir sind nicht der Schulpodcast und wir sind auch kein Bildungspodcast, wir sind ein Neustädter-Podcast, aber was ich erwähnen muss, weil es mich beruflich halt immer wieder, oder gerade heute, weil ich in 2 Berufsschulen unterwegs war, betrifft, ich lese Kindergärten, ich lese Mittelschulen, ich lese Volksschulen, ich lese höhere Schulen, aber ich lese nicht Berufsschulen. Und das ist so unglaublich wichtig, weil wie soll denn ein Koch im Homeoffice kochen lernen? Das geht sich halt nicht aus. Und jetzt ist sein Betrieb zu und jetzt ist die Schule zu und die Lehrzeit ist aber noch 3 Jahre oder bei manchen noch 4 Jahre vorbei. Und die haben aber nur 10 Wochen in der Schule. Was? Also, ich glaube, da das gibt's ist ein halt Punkt, null auf den müssen wir nachher nochmal ein bisschen zu sprechen kommen, nämlich in einem anderen Zusammenhang. Ja. Stichwort Corona-Demos. Ja, ich finde die Überleitung jetzt nur um diesen Punkt einfach fertig zu bringen. Ja. Also seit heute wird darüber diskutiert, quasi wenn man das jetzt hört, seit gestern, dass man in Neustadt überlegt, Ausreisetests zu machen. Mhm. Was sinngemäß heißt, wenn du über die Stadtgrenzen hinaus willst, brauchst du einen negativen Corona-Test an irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden aktuellen. Was arg ist, weil also die Zahl der Leute, die nach Neustadt ein- und auspendeln, nach Holl oder Hoch. Immens. Also wer schon mal um 7 in der Früh am Bahnhof gestanden ist, der weiß, was sich da für Massen bewegen oder wenn du über die Autobahn fährst. Also organisatorisch Wahnsinn und auch die Überlegung. Also, und völlig, gleichzeitig, völlig muss man, gleichzeitig muss man sagen, und das ist tatsächlich etwas, wo ich die Stadt mal und auch
die Stadtregierung auch mal zur Abwechslung mal positiv erwähnen muss. Die Testungen in Neustadt sind super. Also ja, die zwei Standorte an den Kasematten offen und in der Arena Nova, das funktioniert nach Anlaufschwierigkeiten einfach wirklich hervorragend und kommt mir so vor, wenn ich da testen gehe, dass das auch angenommen wird. Ja. Also für mich ist da, ich lese die Zeitung, ich lese heute in der Früh die 9 und denke mir, na servus, how did that happen? Und ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich weiß es einfach nicht. Also jetzt ist es warm draußen, ja, die Leute sind mehr draußen, man merkt es ja auch am Hauptplatz. Ja. Bin den Tag über den Hauptplatz gefahren mit dem Rall, am Wochenende ist da schon ziemlich bummvoll. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Leute am Hauptplatz einfach verweilen und konsumieren. Ja. Möchte jetzt gar nicht zu arg werden. Boah, ich habe jetzt, Michel, mir ist jetzt gerade einerseits eine gute Überleitung und andererseits eine ganz harte Aussage eingefallen und ich weiß, wie hart diese Aussage jetzt ankommen wird. Und ich stelle einfach mal die These auf. Glaubst du, dass diese hohe Fallzahl damit mit diesen Corona-Leugnern und Corona-Demos und so weiter zu tun haben könnte? Die ja in Neustadt hat es ja eine relativ große gegeben. Nein, das glaube ich nicht. Denn diese Demo war zu lange her. Also diese Demo ist zu lange her. Also man sagt so plus minus, und das weiß man aus der Wissenschaft relativ gut, Ereignisse schlagen sie ungefähr 14 Tage später nieder. Ja. Ja. Die Demos, die vor ein paar Wochen stattgefunden haben, erklären den Anstieg jetzt nicht. Ja. Ich meine, da rennen 6000 Wahnsinnige durch die Stadt, alle ohne Masken und alle schreien nieder mit der Impfdiktatur. Das hätte man aber schon früher sehen müssen. Und gleichzeitig, und das ist halt auch was diese Massendemo da betrifft, das waren nicht so viele Leute aus Neustadt, also nicht ausschließlich Leute, da ist ganz massiv hin mobilisiert worden. Ja. Also wenn ja, also das eher... Demotourismus. Wenn man sagen will, von mir aus ein Superspreading-Event, kann und könnte ich auch mit bestem Willen jetzt irgendwie nicht verifizieren oder falsifizieren. Ich glaube halt echt tatsächlich, dass wir diese britische Mutation alle ein bisschen unterschätzen. Also ich habe da ein bisschen eingelesen, auch in Vorbereitung auf den Podcast. Die ist halt einfach scheiß ansteckend. Also das ist wohl echt absurd. Ja. Also damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Also wir haben keinen Plan, aber es wird heute schon eigentlich ziemlich ansteckend sein. Ich würde aber gern noch bei diesen Demos bleiben, Michel. Weil ich da irgendwie, also ich habe ja für mich schon so ein bisschen eine Bauchgefühlmeinung. Ich habe jetzt auch kürzlich erst mit so einer grenzrechten Verschwörungserzählerin gesprochen. Irgendwie das Gespräch fängt irgendwie locker flockig an mit, ich glaube ja nicht an Corona. Und wir sind den vollen Weg gegangen, Michel. Wir sind abgebogen bei Bill Gates. Es waren die Mikrochips in den Impfungen dabei. Es war wieder mal die Aussage, das ist ja alles gesteuert dabei. Und was mich schockiert hat, geendet haben wir bei, naja, also da brauchen wir ja nicht reden, dass die Kinder Blut trinken, muss ich da jetzt nicht erklären, oder? Und ich hab heute erst wieder eine E-Mail bekommen, deren sinngemäße Aussage war, ich versuche das irgendwie man kann es nicht sinnerfassend zusammenfassen, aber nein, das ist, die, also Haupt, das ist, die Hauptaussage war, Impfen, also die Leute sind deswegen so geil aufs Impfen, weil in der Impfung sind Stammzellen von abgetriebenen Föten und das ist einfach quasi die Wiedergeburt des Satanismus oder die Ausgeburt der Hölle, dass wir impfen gehen wollen, weil damit bringt man Kinder um. Für Impfstoffproduktion wohl oder so. Also das ist einerseits
wenn ich das höre, bin ich gedanklich, also fühle ich mich wie im Kopf eines Menschen mit einer Geisteskrankheit. Aber das, wo dich dann die volle Härte dieser Verschwörungsgeschichte trifft, ist, wenn das Leid sind aus deinem beruflichen, privaten Umfeld, wo du denkst, es war ja mal eigentlich, oder ich meine, es sind eh immer noch liebe Leute vielleicht, aber das, und auf einmal komme ich mit sowas dahin. Ich habe mir ja Anfang Jänner, 6. Jänner, glaube ich, 6. oder 7. Jänner, 6. glaube ich, war das, ich habe mir diese fette Demo angeschaut. Ja. Mit dem Michinella-Sub gemeinsam. Wir sind da hingegangen, wir haben uns das angeschaut. Und ich war tatsächlich im ersten Moment einmal baff. Ja. Richtig, richtig baff. Wir haben uns dann geeinigt, glaube ich, auf irgendwas bei quasi 5.000, 6.000 wahrscheinlich, also es war gigantisch. Damit man sich das ungefähr vorstellen kann, die Demo ist über die Grazer Straße gezogen und hat über den Babenberger Ring gezogen und hat den Babenberger Ring in seiner ganzen Breite ausgefüllt. Und wie die ersten Leute bei der Feuerwehr vorbei waren, ist der letzte Rest quasi ums Eck beim Kirchnerring einbogen. Das ist schon echt eine ordentliche Menge gewesen. Und jetzt warst du live dabei, ich habe die Videos ja nur überflugsartig gesehen. Wie war da mit Maske und so? Nix, ne? Na, wenig. Also Leute Maske tragen schon ein bisschen. Für mich war das echt ein bisschen spannend, weil relativ wenig, ich sage es ganz respektierlich, relativ wenig Weirdos. Aber man kennt das ja aus diversen Berichten, also Leute, die sich halt dann irgendwie in Ganzkörper-Seuchenanzügen hinstellen und vom Impf-Holocaust reden. Ja, ja. Irgendwie so bitte das nicht zu wertend nehmen. Ja. Irgendwelche RT-Bis, die irgendwo 3 oder 4-mal falsch abbogen sind. Solche Leute waren da nicht dabei. Ja. Und vielleicht spielt das eher ein bisschen mit, ich weiß es einfach nicht. Die Anführerin dieser Corona-Leugner-Szene oder eines Astes dieser Leugner-Szene halt eine relativ bekannte Neustädterin ist. Also diese, ich habe die im Rocks damals bedient. Jenny Carr. Genau. Die absurd. Die, ja. Die aber dann wieder ins Verschwörungstheoretische und ins Antisemitische abdriftet. Und ja, die redet, natürlich ist das eine Rockefeller und Soros-Verschwörung. Also gerade das nicht sagt, quasi das internationale Finanzjudentum ist quasi schuld am Impf-Holocaust. Ja. Das ist da schon, also das ist schon eine orge Melange, die da zusammenkommt. Und gleichzeitig rennen dort Leute herum, wie du sagst, wo ich mir denke, was macht sie dort? Wie geht das zusammen? Wie funktioniert das? Du, ich habe nur eine Frage. Jetzt, wie war die Polizei mäßig? Wie hast du den Einsatz der Polizei vor Ort gefunden? Weil in Wien war es ja teilweise problematisch. Das war alles extrem unaufgeregt. Okay. Die sind vom Hauptplatz übers Forum dann in Bambergering wieder rauf zum Hauptplatz zurück. Ich habe einen Zwischenfall irgendwie, den ich mitgekriegt habe. Die waren beide Seiten, und das eigentlich auch sehr untypisch, extrem deeskalierend unterwegs. Es war schon recht viel Polizei unterwegs. Aber da war jetzt nichts, was irgendwie, wo man sagt, auffällig. Also es hat ein paar Anzeigen gegeben, es hat irgendwie ein paar Verhaftungen oder kurzfristige festfristige so Feststellungen oder Anhaltungen, oder wie ich immer dieses Zeug heißt, geben. Ja. Aber das war's in Wirklichkeit. Und was ist an den Demos jetzt das, also weil ich habe ja auch mit derer diskutiert, ja, wegen diesen Demos. Und das für mich das Gefährliche dran sind ja jetzt nicht die unbedingt die Leute, die mit dem Kinderwagen da hinten nachgehen, sondern mehr die Leute, die fahren
ich will nicht sagen, naja, ich sag's einfach, die vorne im Stechschritt vorn weg marschieren, und die Organisatoren, die eine ganz klare Agenda also, dahinter haben. Vielleicht ist das eher ein bisschen die Auflösung unserer Eingangsfrage, warum eskalieren diese Corona-Zahlen bei uns ganz besonders, aber es geht ja im ganzen Österreich-Schritt einfach massiv nach oben. Hm. Und ich merke es ein bisschen an mir selber. Ich meine, in 10 Tagen, am 13.03. quasi, ist ein Jahr Corona. Ja. Freitag, der 13. war quasi die Corona in Österreich Fakt. Der schwarze Freitag. Und, und wir stehen nach einem Jahr im Wesentlichen nicht wirklich weiter. Ich meine, wir haben jetzt zwar ein paar Teststraßen und das Testen funktioniert und das passt, aber da haben wir auch wieder 3 Ehrenrunden gedreht mit irgendwie reintesten, raustesten und sonstigem. Das hätten wir alles schon irgendwie ein bisschen früher und ein bisschen problemloser haben können. Wir haben keine Ahnung, wie und wann und wo wir impfen sollen. Das zahlt sich einfach. Am Ende des ersten Quartals sollten, weiß ich nicht, wie viele 1000 Leute geimpft sein. Das geht sich einfach hinten und vorne raus. Wir haben eine 500.000 Arbeitslose und nochmal so viele Leute in Kurzarbeit, was ja einen gigantischen Einkommensverlust bedeutet, in Wirklichkeit, ja. In der Stadt ist vor einiger Zeit ein Plakat gehängt, das geht nicht mehr, Geld muss her. Ja, da waren ein paar. Teilweise echt gute Sprüche dabei. Und also, das ist, nach einem Jahr sind die Leute, und also mich mit eingenommen, wir sind durch. Ja, ja. Mich freut es einfach nicht mehr. Natürlich bleibe ich daheim und natürlich gehe ich nicht irgendwie raus und natürlich mache ich jetzt nicht irgendwie Happy Baby Bier trinken im Akademiepark. Aber ein Jahr, das ist ein Jahr. Ja, man ist einfach und schon so müde so, und so satt. Also im schlimmsten Fall sitzt seit einem Jahr daheim. Alleine, ja. Hast keine Bezugsperson, hast nur dazu kein Hocken und kein Gnädel und hast keine Ahnung, wann das wieder irgendwie normal wird. Und also da in die Melange rein machen auch die Demos Sinn, weil das ist, also den Unmut holst du da sehr wohl ab. Also das sind Leute, die wollen einfach wieder ein normales Leben. Ja. Die wollen die Normalität wissen, zurück. Wissen, dass es das so nicht geht. Ja. Aber es ist noch ein langer Weg zu gehen, du hast die Impfung angesprochen. Also wir rühmen uns, Testweltmeister zu sein in einer Zeit, wo man Impfweltmeister sein soll. Das ist ungefähr so, wie wenn sich der Mediamarkt jetzt rühmt, dass er die meisten Röhrenfernseher weltweit verkauft hat. Also das ist irgendwie, da sind wir ein bisschen hinten. Es gibt, und das ist mein größtes Problem in der Geschichte, es gibt halt keine klare Ansage. Also genau. Die Ampel, die an und für sich ein funktionierendes, gut geiles Ding gewesen wäre, die man sagt, wenn A, dann B, sonst C. Es gibt nichts. Also es gibt kein Ziel, auf das ich hinarbeite. Ja, ich kann auf der einen Seite halt auf Zero-Covid hinarbeiten, halte ich für falsch, aber wurscht, kann ich machen. Ich kann auf der anderen Seite sagen, mir ist alles wurscht. Also pfeifen wir drauf, Corona existiert einfach nicht, wir schaffen das jetzt ab per Dekret, ist auch okay, aber ich meine, in Deutschland kommunizieren sie Zielzahlen. Ja. Bei uns heißt es, wir wollen eine Inzidenz unter Hausnummer 150 und 2 Tage später kündigen wir an, dass man jetzt dann irgendwann wieder die Gastro öffnen darf. Und ich verstehe jeden Wirt, der aufsperren will, ja? Die Wirten schmeißen ihr Bier weg, die sind am Ende. Ja, ja. Ich verstehe das einfach, aber es ist halt einfach ein ganz, ganz orges Politversagen von Seiten der Bundesregierung und vielen, vielen anderen Behörden, ja, die wahrscheinlich dazu führen, dass wir über 400 Inzidenz in Neustadt haben. Ja. Würde jetzt, also ich meine, vielleicht findet sich jemand, der uns zuhört und hat eine ganz andere Theorie und eine ganz andere Meinung dazu oder weiß, woran es liegt. Würde mir wirklich wahnsinnig interessieren. Wenn du, Hörer, der jetzt gerade beim Laufen diesen Podcast hörst, wenn du eine Idee hast, dann schreib uns die vielleicht. Weil
so und also, Lösungen hab ich jetzt auch kein Patentrezept in der Hosentasche, aber ich würde es gut finden, diese Zielzahlen, weil genau das ist es ja, die Leute brauchen irgendwo Sicherheit, irgendwo, wo sie sich festhalten können, und bei diesen Verschwörungsgeschichten, bei diesen Demonstrationen, das ist halt was, wo ich hingehen kann und wo ich mal am Tisch hauen kann und sagen kann und zeigen kann, dass man am Arsch geht, was gerade passiert, und dass ich unzufrieden bin. Weil ich glaube ja, dass die Sorgen und Nöte ja ganz reale sind. Natürlich sind das ganz reale Sorgen und Nöte. Ja, also da geht es ja nicht darum, dass die Leute Angst haben, dass morgen die UFOs landen, sondern da geht es darum, dass du irgendwie kein Mittel mehr hast zum Leben. Ja, ganz genau so ist es. Und auch die Perspektive. Ich habe vorher schon von den Berufsschulen erzählt. Also jetzt gerade, und ich war heute in Geras, jetzt gerade mit Köchen reden, also die stehen in der Berufsschule und lernen gerade was, obwohl einer, also die wissen, sie können es gerade, sie lernen es jetzt, aber üben, also im Betrieb, daheim im Betrieb, das Üben oder Neulernen, oder, ich meine, das ist ja ein Wahnsinn. Ich weiß von der Thermela, die Kollegin ist seit November daheim, die ist einen Tag in der Woche im Betrieb, und das auch mehr pro forma. Also da kommt ja noch was nach, und da braucht es Lösungen, und da brauchen wir auch regionale und zwar, Lösungen. Und zwar Lösungen relativ rasch, glaube ich. Ja. Zumindest den Leuten einmal was geben, auf das sie sich wieder freien können. Und wo man. Naja, aber auf einen Schanigarten gefreust. Wenn ich könnte, die da dazu gerne im Schanigarten sitzen und irgendwo Achterl oder drei trinken. Oder von mir aus 33. Ja. Ich zahle dir die ersten fünf. ja, ich weiß da auch nicht weiter, außer zu sagen, trotzdem regelmäßig testen gehen. Voll. Also, dass man halt zumindest irgendwie abfängt, wenn es dann doch passiert. Und auch wenn man sich mit Leuten draußen trifft, testen gehen und diese depperte Masken aufhaben. Mhm. Auch wenn es mir selber schon am Arsch geht, aber das hilft wohl tatsächlich wirklich. Ja. Und einfach ein bisschen aufeinander aufpassen und vielleicht halt trotzdem noch einmal ein bisschen zusammenreißen, auch wenn es einfach scheiße ist. Ja. Ja. Ich verstehe das voll. Und also. Also. Das Virus wird so schnell nicht verschwinden. Genau. Und vielleicht, wenn es ein bisschen länger bleibt, kriegt es dann auch einmal was von der Novomatic. Aber das wird Teil unseres Alltags, befürchte ich. Ja, ja. Anders kann ich mir das derzeit nicht vorstellen. Vielleicht haben wir in 3 Wochen eine ganz andere Situation und in einem halben Jahr sind wir alle geimpft und alle sind happy und wir können wieder heftigst rumschnusen miteinander. Ich weiß es einfach nicht. Ich hoffe halt einfach nur, dass das irgendwie relativ schnell bald wieder vorbeigeht und vor allem, dass man die Situation in der Stadt und da wirklich schnell in den Griff kriegt. Ja, also du moderierst das ja eh schon fast ein bisschen ab. Ich fasse halt nur zusammen. Leute, geht's testen, geht's regelmäßig testen. Haltet euch gesund. Haltet Abstand, tragt die Masken. Beißt mal gemeinsam nur durch. Im Sommer dürft es wahrscheinlich erfahrungsgemäß eher ein bisschen leichter werden. Und impfen. Also ich sehe impfen. Aus meiner Sicht führt kein Weg dran vorbei. Und damit, glaube ich, haben wir diese Podcast-Episode der Seuche gewidmet, aus aktuellem Anlass. Wieder mal, es wird, befürchte ich, nicht die letzte Seuchen-Episode sein. Nevertheless, auch dieses Mal gilt, diskutiert es gern mit. Also, absolut. Schreibt es uns oder sagt es uns oder bitte brüllt uns nicht ins Gesicht, weil das ist schlecht wegen der Aerosole. Wie seht ihr die Situation oder habt ihr Ideen oder Gedanken oder sonst irgendwas? Ich würde mich da echt wirklich über ganz, ganz viele Meinungen dazu freuen. Voll. Jo. Und damit? Up on that bombshell. Wir hören uns morgen, also ihr hört uns morgen. Also heute. Möchten wir da auch